herzlich willkommen. Heute gibt es wieder, oh mein Gott, Leute, ich habe immer noch komplett Voice Crack vom letzten Stadion-Vlog. Einen richtig besonderen Vlog. Ich werde das erste Mal auf dem Camp Nou Rasen spielen, Freunde. Und ihr seht hinter mir schon einen Mannschaftsbus. Mit dem werden wir jetzt hier vom Hotel aus zum Stadion fahren. Let's go. Wir kamen gerade um die Ecke und auf einmal sehen wir den. Was für eine coole Überraschung. Let's go. Hola, buenos dias. Uiuiuiui. Wie geil, Digga, hier überall. Das Wappen so reingestickt. Nice, Panoramadach. Oh Leute, ich bin so gehypt jetzt schon, ich kann es nicht erwarten. Leute, all die Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Wir werden gefilmt von außen, Freunde, die denken, hier sitzen irgendwie Spieler drin. Und wir sind da, beim schönsten Stadion dieser Welt, das Spotify Camp Nou. Vielen, vielen Dank auch an Spotify, dass sie uns heute diesen Tag hier ermöglichen. Das ist der Haupttrikotsponsor von Barca. Let's go, Leute. Der Verein hat auch einen offiziellen Fotografen heute zu uns geschickt, der Bilder von uns macht. Ja, nice. So, wir müssen uns erstmal jetzt hier in der Liste eintragen. Ist natürlich alles hier extrem exklusiv. Wir werden insgesamt 45 Minuten spielen, also echt nicht wenig. 11 YouTuber, Influencer gegen 11 andere Blogger, Sänger, also komplett gemischte Teams. Es geht jetzt in die Barca-Katakomben Richtung Kabinen. Mike, das ist die absolute VIP-Area hier. Da kommen immer die Spieler vom Parkhaus rausgelaufen und dann laufen sie da lang zu den Kabinen. Und da oben, Bro, geht's dann zur Präsidenten-Lounge. Da oben? Wo der Laporte sitzt. Hier war ich ein einziges Mal bei einem Vlog, Freunde, wo ich mir diese Players Experience Tickets gegönnt habe. Ihr erinnert euch, da haben wir auch ganz kurz Ter Stegen hier gesehen. Und die ganzen Leute, die hier gerade langlaufen, machen die reguläre Stadiontour. Die werden gleich selbst so neidisch auf uns sein, wenn die sehen, dass wir auf Rasen sind. Da hinten ist auch die Presse-Area, wo die Spieler die Interviews geben. Jetzt geht's hier weiter. Zack, zack, Freunde, hier ist alles so eng getaktet heute, der Zeitplan. Paris 2006, oh, Ronaldinho, ich liebe dich. Roma 2009. Sixtuple zusammen. Ah, oh, und da ist direkt der Spielerton, Leute. Ich kenne ja hier alles in- und auswendig. Da werden wir gleich auch entlang laufen, aber erstmal umziehen. Ab hier darf ich leider nicht mehr filmen. Hier geht's zur Heimkabine und das ist Heiligtum. Aber ich werde mich da umziehen, Freunde. Wir sehen uns dann, wenn ich in Shape bin. Wir sind alle in Outfits. Mike kann spontan sogar auch mitspielen. Let's go. Jawohl. So Leute, es geht los, wir laufen Richtung Spielertunnel. Oh Leute, das war immer mein Traum. Ich war nur ein einziges Mal auf dem Rasen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vlog, wo ich mit dem Rasenmäher vom Barca so 10 Meter reingelaufen bin aufs Field. Aber heute ist es soweit, Freunde. Wir werden hier spielen und hoffentlich ein Tor machen oder irgendeine coole Aktion. Oh, wie cool, sie spielen sogar die Barca-Hymne ab. Barca, Barca, Barca. Oh mein Gott, Leute. Sarah auch am Start. Hey. Was ist das, Leute? Das ist surreal! Oh mein Gott! Die ersten Meter! Es ist soweit! Mein Traum geht in Erfüllung! Ja! Hola! Jawohl! Leute, wir sind drauf! Warte, erstmal ganz wichtig! Oh mein Gott, Freunde, wir sind drauf! Was ist das? Die falschen Glücksgefühle? Ich komme nicht drauf klar. Hier am Mittelkreis. Hey. Ja! Oh mein Gott! Keine Worte. Ich muss erst kurz auf Gar kommen. Mike! Hey Bro, komm mal her! Das gibt's nicht! Wie krank! Alter, wie sieht das aus? Antorinas, ich hab's drauf. Der Junge hat's geschafft. Ich hab grad meinen Namen ausgerufen, hast du's gehört, Digga? Er lebt seinen Traum. Wir machen gerade ein Mannschaftsbild, alle zusammen. Und eine Barca-Legende ist auch da, Luis Garcia. Ich habe ihn schon mal getroffen in Lissabon vor ein paar Jahren. Er wird, glaube ich, auch mitspielen und hat immer von dem Team Switch. Luis, quedamos en Lisboa, oder wie jetzt? Er hat sich erinnert, Freunde, an mich. Mike, du musst mir einen Assist geben, Bro. Einen Assist, Bro.
dann geht ein Jahr lang Shawarma auf mich. Leider starten wir erstmal von der Bank aus, aber egal, wir machen es hier gemütlich. Ich bin ein Joker, Freunde. Wir spielen insgesamt sogar zweimal 30 Minuten mit 10 Minuten Pause dazwischen. Also ja, ich hoffe, ich werde es durchhalten, außer technisch, aber ist mir alles egal, Leute. Wenn ich mir heute das Kreuzband reiße oder muss ich eine Verletzung zuziehen, dann kann ich nicht sagen, ich habe mich kaputt verletzt. Bruder, kein Spaß, fühl mal bitte mein Herz. Ich bin einfach nervös. Ey, Anton, du weißt schon, wo du gerade stehst, oder? Mit Fußballschuhen, Digga. Es ist zwar einfach nur ein Influencer-Match, Digga, aber ich bin trotzdem krank aufgeregt. Moment der Wahrheit. Anton kommt rein. Anton, let's go! Let's go, Anton, ich glaube an dich. Wenn ein Ball in die Tiefe kommt, ich werde um mein Leben rennen, ich sag's dir. Danach ist weg, vorbei. Der Anton in sein Element, Leute. Hochmotiviert. Let's go. Als ob er jetzt schießen will. Richtiger Spielmacher, der Anton. Oh. Anton, auch nach hinten arbeiten, Anton. Auch nach hinten arbeiten, Junge. Oh, Messi läuft auch nicht nach hinten. Alles gut. Okay. Ich scanne das Feld. Jetzt. Schau. Ich war gerade auf dem Feld und habe mit Anton geredet. Der Mann hat massive Probleme mit dem Knie. Aber er will nicht raus, er lässt sich nicht auswechseln. Er sagt, er will kämpfen. Stark, Anton, so kennen wir dich, Junge. Wir sind 4-1 hinten, Freunde. Ich erlebe hier ein Debakel. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ah, Mann, ey. Aber es ist halt echt schwierig hier, weil jeder ist Content Creator, jeder spielt so ein bisschen für sich selber. Man kriegt einfach sehr wenig Pässe ab. Aber ich sag's euch ehrlich, irgendwann vergisst man einfach, dass man in diesem Stadion spielt. Man ist dann einfach nur noch in einem Tunnel. Anton ist wieder zurück, meine Herren. 10 Minuten noch. Let's go. Anton, wir glauben an dich. Anton, der alte Charmeur. Anton, wir spielen Fußball, wir flirten nicht, Junge. Let's go. Oh, Anton, faul. Also die zweite Aktion gebe ich ihm, ne? Der erste war glasklar, Elfmeter. Ganz klar. Bro, sie hat keinen Ball gespielt. Ich bin davor ihr auf die Füße getreten, sie meinte, es war Rache. So viel dazu, dass Barca schließlich hier bezahlt. Digga, was ist denn das? Es geht kein Elfer hier. Der Mann hat bis zum Schluss durchgehalten. Ey, kein Scheiß jetzt, gell? Jetzt wirklich, mein Außenmann war letzte Woche eh schon gereizt, Bro, ich kann nicht mehr laufen fast. Das ist Lia, eine Freestylerin aus London. Hey. That's good, yeah. Mike? Aha, bist du hängen geblieben, oder was? Wow, oha. Ole! Was sind das für Skills, Anton? Genau da oben, so circa beim C, saß ich gestern beim El Clasico. Sergio Roberto hat hier den Ausgleich erzielt. Er macht Spielchen, Psychospielchen. Oh, ausgeguckt. Dein Tattoo noch. Merci. Ich habe jetzt hier meine Schuhe ausgezogen, Freunde, und möchte diesen Moment einfach nur auf dem Rasen genießen. Hab mich hier fast am Mittelkreis hingehockt und mich erinnert gerade dieser Moment an Andres Iniesta, als er sein letztes Spiel abgegeben hat im Camp Nou. Und er hat sich einfach nur dann noch nach dem Spiel hier hingesetzt, komplett im Dunkeln, vor leerer Kulisse. Und ja, nochmal seine ganze Karriere Revue passieren lassen. Bei mir ging sie nicht lange, Freunde. Knieverletzung. Ich muss auf jeden Fall zum Arzt, wenn ich wieder München bin. Keine Ahnung, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass ich mir irgendwas da angerissen habe. Noch ist es nicht angeschwollen, aber ich habe solche Schmerzen noch nie im Knie, ganz, ganz belastend. Die letzten Schritte auf dem Rasen, wir müssen leider jetzt das Feld wieder verlassen. Es war schön. Oh, da sind ein paar Zuschauer, Leute. Ich mache bestimmt gerade auch eine Stadiontour. Sagen wir ihm mal Hallo. Hey, alles gut? Uiuiui. Ah, das Barca-Wappen. Hier ist die Coaching-Zone.
Come back stronger, brother. Fun Fact, Mike, du bist eine Kapelle. Neymar und so war ich hier immer vorm Spiel auch beten und so. Echt oder was? Ja, oh. Leute, wie gesagt, ich darf hier nicht zu sehr filmen. Und man sieht hier ein bisschen die Nummern. Hier sitzen immer die Spieler drauf und rechts sind die Spinde. Ich habe gerade einfach meinen Klassiko-Stadion-Blog von hier aus online gestellt und den Titel noch eingegeben und so. Let's go. Besser geht's nicht. Wir sind jetzt hier in der Roma-Lounge. Gewidmet für den 2009 Champions League-Erfolg. Hier sind auch direkt ein paar Bilder, wie Guardiola von der Mannschaft gefeiert wurde. Messi, wie er mit dem ausgezogenen Schuh jubelt nach seinem Kopfballtreffer. Ui, wie schön ist das denn? Auch überall die ganzen alten Zeitungsartikel und das sind die Originale. Ja, Messi mit dem Pokal, sein erster Champions League Titel. Boah, Leute, so geile Memories. Oh mein Gott, guck mal, auf dem Tisch Iniesta 90+3. Das Tor gegen Chelsea an der Stamford Bridge. Zack, mit dem Ausriss in den Winkel. Sehr coole Idee auch. Und hier ein Kicker mit unserer Startelf. Hier gegen Manchester United. Wo ist Cristiano Ronaldo? Das ist er doch. Ronaldo, ja. Okay, den haben sie aber nicht so gut getroffen. Leute, da bin ich. Ich spiegel mich im Pott. Jawohl. Leute, guckt mal, wer deine Instagram-Story ist vom FC Barcelona. Ah, da bin ich. Jawohl. Let's go. Cool. Gestern waren da noch die Spieler zu sehen und heute haben wir es da reingeschafft. Jawohl. Wir checken jetzt hier noch einmal die Spotify-Lounge aus. Oha, wie geil. Das ist ein richtig chilliges Wohnzimmer. Gibt es anscheinend doch hier im Camp Nou, wusste ich nicht. Hier ist das Logo von denen. Wir haben noch eine kleine Area. Geil. Oha, ihr lasst mich ja richtig gut gehen. Ja? Geil. Wir sind uns auch noch mal entspannt. Ich finde es aber ein bisschen schade, Freunde, weil dieses Dach verdeckt so viele Tribünen von hier. Und wenn man das Spiel sich gönnt, will man ja schon die ganzen Fans auch im Blick haben. So Leute, es geht jetzt wieder mit dem Mannschaftsbus zurück ins Hotel. Ich hoffe, euch hat dieses knackige Extra-Video gefallen aus Barcelona. Ich hoffe, ihr seht mich wieder fit in ein paar Tagen. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. War trotzdem ein richtig geiler Tag. Danke nochmal an Spotify und tschüss.